Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Jetzt ist das Fernsehbild ein bisschen verlangsamt, aber ich glaube, jetzt sind wir auf dem Sender. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind auch wieder da. Mittwoch gab es so einige Probleme, da sind wir ausgefallen. Aber nun kann es wieder losgehen. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht. Ihr könnt mich also gerne anrufen, wenn ihr mit mir sprechen wollt, egal über was Persönliches, was Politisches, was Gesellschaftliches, ob wir was beraten sollen, ob wir streiten sollen, wollen miteinander, ganz wurscht. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Der erste Anruf heute Nacht heißt Daniel. Hallo Daniel. Ja, hallo, guten Morgen Domian. 22 Jahre bist du. Genau. Um was geht's denn, Daniel? Bei mir ist es so gewesen, ich bin jetzt vorgestern wieder mal betrogen worden von meiner Freundin. Mhm. Und das ist jetzt das sechste Mal hintereinander von sechs verschiedenen Frauen. Wie? Von sechs verschiedenen Frauen? Ja, also ich habe bis jetzt sechs verschiedene Beziehungen gehabt und von allen Frauen, die haben mir den Rücken zugedreht und sind mir fremdgegangen. Du bist also arg gebeutelt von der Frauenwelt. Ja, leider. Die Frauen gehen immer fremd und lassen dich dumm dastehen. Genau. So, wie lange bist du mit deiner jetzigen Freundin zusammen? Mit dieser war ich jetzt, hört sich zwar dumm an, aber nur 5,5 Wochen zusammen. Ach. Aber wie soll ich dir sagen, von Anfang an mit der, also total die Liebe, also die immer höher getrieben, also total in die verliebt gewesen und wirklich, ich hätte für die alles gemacht. Ja. Und dann auf einmal kriegt man so eine Scheiße gesagt, lass mich in Ruhe, ich hab einen anderen. Ach so, du bist ihr gar nicht auf die Schliche gekommen, sondern sie hat es dir so gesagt. Per SMS. Per SMS. Genau. Ich meine, das ist natürlich eine Enttäuschung nach 5,5 Wochen, die sich noch in Grenzen hält. Klar, glaube ich, ich, ne? Schon, aber wenn man so, weiß ich jetzt, 5 Monate zusammen gewesen wäre in großer Liebe und dann plötzlich kriegt man das vor den Latz geknallt, ist es noch schlimmer. Aber dennoch, für dich ist es auch blöd und es tut ja weh und ärgert dich. Genau. So. Ich kann dir sagen, ich bin jetzt erst 22, jeder sagt mir, du bist noch jung, du hast dein Leben vor dir. Ja. Klar, ich glaube da schon dran, aber was ich schon mitgemacht habe, also meine Eltern, die sagen auch immer, du tust am richtig leid. So, jetzt lassen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Du sagst, sechsmal haben das Frauen mit dir schon gemacht. Genau. Wie lange warst du denn mit diesen Frauen so ungefähr jeweils zusammen? Also die längste war 1,5 Jahre. Mhm. Ja, und die anderen haben sich so in Grenzen gehalten. 2 Monate. Ja. Dann mal 1 Monat, 3 Monate. Und immer das gleiche Spiel wie jetzt, dass die Frauen dann gesagt haben, und tschüss, ich habe einen anderen? Ja, richtig, genau. Also bei der einen Freundin, wo ich jetzt 1,5 Jahre zusammen gewesen bin, ja, die hat mich halt leider mit einer Frau überrascht. Mit einer Frau? Mhm. Ach, die hat dich mit einer Frau überrascht? Genau. Das heißt, du bist ihr auch fremdgegangen, oder was? Nein, nein, nein. Sie hat sich umgeschwenkt auf eine Frau. Also sie, ach so, halt, jetzt verstehe ich. Ach so, sie. Entschuldigung. Ja, das ist ja dann wurscht, Fremdkind ist Fremdkind, ob mit Frau oder mit Mann. Genau. Du warst aber, um das nochmal klarzustellen, du warst in diesen Beziehungen immer treu. Ja. 100%. Ich bin ein treuer Mensch, ich kann dir ganz ehrlich sagen, also ich könnte auch nie eine Frau verarschen. Ja, aber die Frauen verarschen dich. Genau. Und das tut einem Mann verdammt weh. Ja. Ja. Manche Frauen wissen gar nicht, was die uns Männer damit antun, aber. Das sag ich dir. Wie wir leiden. Wir leiden, genau, wie Hund, wenn die Frauen immer so ihre linken Spielchen treiben. Das stimmt. So. Ja. Ja. Und deswegen macht der Beziehung, also mit der Frau, kann ich dir auch sagen, ich war danach müssen direkt zum Arzt und wurde halt auch in eine Klinik eingewiesen, oh, wo ich genau 6 Wochen war, ja. Echt? 6 Wochen in der Klinik? Wegen der Geschichte? Ach, mhm. Warum war irgendwas ganz akut? Ja, ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Leben, ich schmeiß alles hin. Zuerst das Einzige, was ich am Anfang angefangen habe, meinen Beruf geschmissen, 1 Woche vor der Hauptprüfung als Einzelhandelskaufmann. Ach. Danach so am Boden gewesen, dass ich überhaupt nicht mehr überleben wollte. Das ist keine Frau wert, Daniel. Sag's einfach mal so zwischen rein, was du da gemacht hast. Dass du sagst, ich spiele mit meinem Leben, weil die dich verlassen hat. Ich schmeiß meinen Job, weil die mich verlassen hat. Wahnsinn, sage ich dir. Wahnsinn, das sind die nicht wert. Zumal schon gar nicht in solchen kurzen, wenn du so kurz mit denen zusammen warst. Das ist dein Leben.
Und das wirft man nicht einfach so hin wegen solcher Enttäuschung. Klar, das war schon scheiße, sicher. Aber was ist denn jetzt mit der Ausbildung? Du hast es hingeworfen und die Sache ist verbrannt, ja, also oder was? Ich habe die Prüfung nachher nachgemacht, aber da war ich halt so am Boden immer noch und da habe ich die Prüfung halt leider vermasselt. Also kann man sagen, 3 Jahre in den Wind geschossen. Und die kannst du nicht nochmal nach einem halben Jahr oder so wiederholen? Nein, hast du leider nur eine Chance gehabt. Ach du je. Jetzt habe ich halt eine Umschulung, weil jetzt bin ich im Moment in der Umschulung drin als Koch und jetzt, na, die Nerven kann ich jetzt gar nicht mehr im Moment bei mir behalten. Ja, machst du das denn gerne als Koch? Ist das dein Ding? Ja, ist auf jeden Fall mein Ding. Ich koche leidenschaftlich gerne, essen tue ich auch gerne. Ja. Dann ist es ja vielleicht besser als Bürokaufmann. Denn das sind ja nur Welten, ein Koch und ein Bürokaufmann. Nee, Einzelhandelskaufmann. Ah, na gut, egal, Einzelhandelskaufmann. Ist Koch ja mehr was Handfestes und vielleicht auch kreativer, sage ich mal so. Genau, macht auch Spaß. Ja. Dann sieh das doch einfach mal jetzt als neue Chance an, Daniel. Ich meine, du bist ja wirklich erst 22, da kann man ja nochmal neu anfangen. Und nach dem Motto, was mich nur umbringt, macht mich stärker. Und das hat dich jetzt wirklich aus der Bahn gehauen. Zu sehr, finde ich. Da musst du gegensteuern, wenn sowas wieder passiert. Aber es ist ja vielleicht auch eine Chance für einen Neuanfang. Vielleicht sogar, um in einen Beruf reinzukommen, den du richtig gerne hast. Den du richtig gerne magst. Klar. Hast du denn im Moment, bist du auch noch in psychiatrischer Behandlung? Nein, die habe ich damals direkt abgeblockt, weil irgendwie der Psychologe da, der war der reinste Horror. Ja. Und da habe ich einfach alles hängen und sausen lassen, weil in der Psychiatrie da, das war der reinste, also wie das mir da gegangen ist. Also ich hatte wirklich gemeint, ich würde immer mehr versacken. Ach so, also das war gar keine große Rettung für dich, sondern es war noch schlimmer. Es wurde alles noch schlimmer. Ja, erstens mal den ganzen Tag nur Medikamenten, morgens, mittags, abends, nachts. Ja. Und dann noch so Leute auf dem Zimmer gehabt, die wirklich noch schlimmer dran waren wie ich. Ja, die hatten wahrscheinlich Angst, dass du dir was antust und deshalb haben die dich da reingesteckt. Genau. War sicher auch eine Vorsorge. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war auch kurz davor. Ja. So, jetzt sag ich dir mal was, ich bin einen Schlag älter als du. Mhm. Ich habe in meinem Leben auch schon in dem Alter, als ich so alt war wie du, verdammt viel bittere Niederlagen hinnehmen müssen. So, dass ich auch am Boden war, so wie du, und gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber ich habe so im Laufe der Jahre gelernt, dass man davon das Leben nicht abhängig machen darf. Dass man das Leben erstmal für sich so gehen muss und gehen sollte, was man gerne möchte. Und dass man sich auf keinen Fall wegen einer Liebesgeschichte so schnell platt walzen lassen darf. Niemals, niemals. Dafür ist das Leben zu gut und zu wertvoll und letztendlich auch zu schön. Und man versaut sich vor allen Dingen die Chancen, die einem vielleicht dann noch in der Zukunft bevorstehen. Und die werden kommen, hundertprozentig, Daniel. Das glaubt man. Das glaube ich dir schon, auf jeden Fall. Bloß das Problem ist, ich habe auch schon mit vielen Kumpels und Freundinnen darüber geredet. Ja. Das ist einfach bei mir das Problem. Ich dann steigere mich zu viel da rein. Also wenn jetzt eine Frau wird mir über den Weg laufen morgen, ja, und die wird mir irgendwie da schöne Augen machen und ich hätte vielleicht mit der irgendwie ein Date und würde mit der was trinken und essen. Ja. Innerhalb von 2-3 Stunden würde ich sagen, Schatz, ich liebe dich. Und dann habe ich mich genau wieder in so eine Scheiße geritten wie... Ja, da kannst du vielleicht, nimm das doch auch mal, die ganze Katastrophe jetzt auch mal so eine Chance, vielleicht auch diesbezüglich mal ein bisschen über dich nachzudenken, dass du dich etwas zurücknimmst, dass du nicht zu euphorisch bist am Anfang, dass du dich nicht so auch da so reinsteigerst eben, sondern dass du auch eine Sache, eine Beziehung ein bisschen langsamer angehst und dir auch mal die Frauen genauer beguckst, durchaus auch skeptischer bist. Und da können ruhig Wochen und Monate ins Land ziehen, bis man dann jemandem mal richtig vertraut. Also ich finde immer, jede Lebenskatastrophe, egal wie alt man ist, ob man ganz jung ist oder ob man ganz alt ist, bietet immer die Chance, dass man was daraus lernt und dass man mit dem Neugelernten auch besser vorankommt für die weitere Zukunft. Und versuch da einfach, dir da was rauszuholen. Das ist auch bei mir, wenn bei mir eine Beziehung kaputt geht, ich habe dann irgendwie auch kein Selbstbewusstsein. Ich gebe auch zu, mein Selbstbewusstsein, das ist mittlerweile total am Boden. Ja, aber unbegründet. Du bist ein netter Kerl, das mag ich schon in unserem Gespräch. Danke. Und ja, wirklich, ich sag's auch nicht einfach nur so, um dich zu trösten, ich mein's ernst. Und da muss man dann auch ein bisschen gegensteuern. Da kann man sich auch reinfallen lassen in so eine Stimmung. Und das hast du gemacht. Man kann sich reinfallen lassen und man kann sich auch reinsteigern in so eine Stimmung. Das Problem ist halt, wenn ich mich irgendwie zu viel reinsteigere und ich falle dann ins Loch halt, und da komme ich ganz selten alleine raus, also brauche ich sehr viele Kumpels, die hinter mir stehen. Deswegen ist deine Aufgabe, früher dagegen zu steuern, innerlich. Und einfach abzubremsen, dass du da nicht so reinkommst und dich da nicht so reindrehst und reinwindest in die ganze Sache.
Genau wie jetzt hier, Domian, bei der Frau her, die jetzt vorgestern da mich leider abserviert hat. Ja. Ist auch ein Problem, da ist nachts ein SMS gekommen. Hi, lass meine Sarah in Ruhe, sonst bringe ich dich um, du kleiner Schwuchtel. Der neue Freund von ihr. Ja. Und man denkt, wie weh sowas tut. Also das ist der reinste Horror, wenn man so eine SMS kriegt. Vergiss es. Über die Schulter und ab dafür. Das darf man nicht an sich rankommen lassen. Also die Richtung ist klar, was ich jetzt gesagt habe. Jetzt gebe ich dir mal noch meine Psychologin, die dir vielleicht noch den einen oder anderen Trick sagen kann, wie du dagegen steuerst und wie du es schaffen könntest, dich dann nicht so sehr reinzusteigern. Meinst du, das wäre mal irgendwie eine gute Idee, vielleicht mal vom Arzt aus, irgendwie, wie ich mal zu meiner Mutter gesagt habe, irgendwie mal Hauptsache in die Welt, Hauptsache mal irgendwo eine Reha oder vielleicht mit anderen Leuten drüber, wie jetzt mit dir zum Beispiel, mit dem man gut darüber reden kann. Ja, vielleicht wäre auch, ihr könnt ja gleich mal drüber euch unterhalten. Vielleicht wäre sogar so eine kleinere, kürzere Psychotherapie gar nicht schlecht. In deinem Fall, wenn das so akute Ausmaße bei dir annimmt. Ich hoffe jetzt halt nur, dass der Beruf, der dich nicht schon wieder irgendwann da alles aufgibt. Weil ich will in 3 Jahren mit dir telefonieren und dann wirst du mir sagen, ich habe die Gesellenprüfung geschafft. Ich bin ja jetzt schon genau über ein Jahr dabei. Also ich habe jetzt im November Zwischenprüfung. Ja, also in 2 Jahren. Genau. So, Daniel, du legst auf. Magdalena heißt meine Psychologin heute, die ruft dich an. Ich wünsche alles Gute und nach vorne gucken. Danke. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne hier live mit mir sprechen wollt in der Sendung, dann meldet euch. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer, die 0800 220 5050. Oder meldet ganz einfach unter domain@wdr.de. Jennifer, 16 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jennifer. Was ist dein Thema? Missbrauch. Missbrauch? Ja. Bist du betroffen? Ja, von meinem Onkel damals. Wie alt warst du? Ich bin jetzt 16, es fing bestimmt an, da war ich 6 oder 7 Jahre alt und das letzte Mal war so ungefähr vor 4 Jahren. Also bist du dann 12. ungefähr? Ja. Von dem Onkel? Ja, leider. Ist das damals ganz regelmäßig und sehr oft in diesen doch sechs Jahren vorgekommen? Ich kann mich so schwer noch erinnern. Ich kann mich so erinnern an 2 Male. Ja. Du hältst es aber durchaus für möglich, dass das noch öfter passiert ist und du hast es verdrängt. Ja, genau. Es ist mir erst viel später klar geworden, was er mit mir gemacht hat. Was sind denn diese Erinnerungen, die du hast, wenn du darüber erzählen magst? Ja, er hatte zwar keinen Geschlechtsverkehr mit mir, aber er hat mich berührt. An deinen Geschlechtsteilen? Ja. Musstest du ihn auch berühren? Nein, Gott sei Dank nicht. Das nicht? Und das war beides Mal so? Ja, immer. Also wenn er schon mit seiner Hand an meinen Oberschenkel kam, dann wusste ich ganz genau, was er jetzt wieder vorhatte. Und das hörte dann auf, als du 12 warst? Ja. Wie kam das? Hast du heute eine Erklärung? Nee, absolut nicht. Vielleicht hatte er Spaß daran. Nee, dass er dann aufgehört hat, meine ich. Ach so, vielleicht, weil ich älter wurde und vielleicht ich mal irgendwann meinen Mund aufmache. Hat er denn irgendwas gesagt, dass du nichts sagen darfst? Hat er dich unter Druck gesetzt? Hat er gedroht, wenn du das sagst, dann mache ich das und das? Nee, überhaupt nicht. Gar nichts? Nee. Hast du denn irgendjemandem davon erzählt damals? Ja, nur mein Freund weiß das. Also damals hast du es keinem erzählt? Nein. Dieser Onkel, ist das ein Bruder von deiner Mutter? Ein Bruder von meiner Mutter. Deiner Mutter. Verkehrte der dann weiter bei euch zu Hause? Ja. Also da ist ein Durch... Ab und zu hier, ja, der wohnt gleich um die Ecke, ein paar Häuser weiter. Ja, du wohnst auch noch zu Hause? Ja. Das heißt, du siehst den immer wieder mal? Ja. Und dir ist immer mulmig, wenn du den siehst? Ja, schon. So auch, dass du Angst hättest, dass der vielleicht nochmal irgendwas macht? Ja. Ich hasse ihn dafür, was er mir angetan hat. Warum hast du nie deine Mutter davon erzählt? Ich traue mich nicht. Ich weiß einfach nicht, wie ich das machen soll. Wie ich sie darauf ansprechen soll. Ich weiß ich nicht, ich schäme mich total und ich habe Angst, dass sie mir das nicht glaubt. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ganz gut. Ganz gut? Sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Ja, das war schon mal die halbe Miete, wenn nicht die ganze Miete. Ja. Das heißt, deine Mutter nimmt dich ernst und ihr seid fast Freundinnen? Ja, schon. Ich habe versucht, gestern ihr schon zu sagen, aber dann habe ich mich doch nicht getraut. Weil ich habe irgendwie Schiss, da irgendwie alles kaputt zu machen. Weil wenn das meine Brüder wüssten, dann
sähe es aber sehr schlecht mit ihm aus. Wie alt sind deine Brüder? Der eine ist 19 und der andere wird 26. Ja. In der Familie, hast du zu deiner Mutter den engsten Kontakt und Rat so? Ja. Ja. Zu meinem Bruder auch wohl, zu meinem Ältesten, weil er sagt immer, ich kann ihnen alles erzählen. Wenn ich irgendwelche Probleme habe. Also ich glaube, Jennifer, dass du dich natürlich erstmal nicht schämen musst vor deiner Mutter. Und du musst dich überhaupt niemanden schämen, wenn du so etwas erzählst. Weil nie muss sich der schämen, dem das angetan wurde. Ja. Obwohl ich weiß, dass die Menschen, die Opfer von sexueller Gewalt und sexuellem Missbrauch wurden, dass die sich immer schämen. Ja. Das ist passiert immer wieder, aber das ist natürlich nicht begründet. Schämen muss sich immer der Täter. Ja. Schuld trägt auch nur der Täter. Du trägst auch keine Schuld. Aber ich glaube, wenn meine Mutter oder irgendjemand anderes ihn darauf ansprechen würde, dann wird er alles abstreiten. Aber für dich ist das ein Thema, was dich sehr beschäftigt. Ja, vor allen Dingen jetzt. Deswegen auch mein Freund. Manchmal, wenn er mich irgendwie berührt, dann kommt schon alles sehr hoch. Sonst habe ich da nie irgendwie drüber nachgedacht. Wie alt ist denn dein Freund? Mein Freund wird 19. 19, du bist 16. Ja. Habt ihr denn schon miteinander geschlafen? Ja. Ja. Und war das schön für dich oder warst du eher verkrampft? Ja, doch, schön. Das heißt, du hast dich dann schon ihm so hingeben können? Ja. Dennoch sind diese Gedanken an früher irgendwie immer da? Ja. Ist das so, habe ich das richtig verstanden, dass durch diese Freundschaft das nochmal erneut so nach oben gekommen ist? Ja. Jennifer, ich finde, du musst mit deiner Mama reden. Ja, ich weiß aber einfach nicht, wie ich damit anfangen soll. Erinner dich mal, wir spulen mal 4-5 Minuten zurück, als wir angefangen haben zu sprechen. Ja. Wie einfach das ging. Du hast ein Stichwort gesagt und hast ganz normal erzählt. Ich weiß, ich bin weit weg und am Telefon und da ist es ein bisschen anders, als wenn man so gegenüber sitzt. Aber es ist deine Mama, zu der du Vertrauen hast. Und die wird dich nicht ausschimpfen und die wird nicht sagen, hier du Lügnerin, und die wird nicht sagen, was bist du denn für ein dreckiges Mädchen, was hast du denn da angestellt? Hundertprozentig wird sie das nicht sagen. Ja. Sie wird wahrscheinlich schockiert sein und wird genau nachfragen, was ist da los? Und ihr werdet zusammen sprechen und dir wird das Sprechen gut tun. Und dann könnt ihr gemeinsam überlegen, was man da macht, ob man schon was macht oder ob man erstmal nichts macht, weil es vielleicht für dich auch viel zu belastend ist, das jetzt an die große Glocke zu hängen. Aber ihr müsst es halt erstmal besprechen miteinander. Oder ob ihr gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht oder was auch immer. Aber du hättest dann schon mal einen Ansprechpartner neben deinem Freund, ja, der noch relativ jung ist und mit so einer Problematik vielleicht auch etwas überfordert ist. Ja. Also ich möchte dich wirklich, Anni, ich möchte dir wirklich raten, definitiv mit deiner Mutter zu sprechen darüber. Ja? Ja. Wenn das Vertrauensverhältnis gut ist und du sagst, das ist sehr gut, dann muss man das auch machen, kann man das auch machen und sollte man das auch machen. Ja, das weiß ich ja. Naja, du warst noch unsicher. Ja. Kann ich auch verstehen. Deshalb wolltest du mal mit jemandem reden, der so ganz weit weg ist und relativ objektiv so die Sachen sieht. Ja, genau. Also, aufgrund meiner Erfahrung und auch meiner Meinung finde ich, dass du deine Mutter ansprechen solltest. In einer ruhigen Minute, wo ihr beide alleine seid, und kannst ja auch sagen, dass dir das jetzt schwer fällt und du lange drüber nachgedacht hättest, aber du müsstest ja jetzt mal was sagen. Und dann erzählst du einfach drauf los, was damals passiert ist. Ja. Ja. Liebe Jennifer, wir machen aber nochmal Folgendes. Falls du doch noch irgendwie ein bisschen Sorgen hast und nicht so weiterkommst, wir werden dir jetzt noch gleich ein paar Telefonnummern an die Hand geben, wo du vielleicht dir auch noch weiter Rat und Hilfe suchen kannst. Ja, das ja? wäre nett. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin ruft dich an. Ja, gut. Alles Gute. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Ursula. Ursula ist 67 Jahre. Guten Morgen, Ursula. Guten Morgen, Domian. Hallo, schön, Ursula, dass ich dich endlich mal erreiche. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe ein Problem mit einer Freundin, in die ich mich vor ein paar Jahren verliebt habe. Oh. Zum ersten Mal eine Frau? Zum ersten Mal eine Frau. Ach, das ist ja doll. Also im Alter von Mitte 60 zum ersten Mal eine Frau verliebt. Hallo? Hallo? Jetzt ist Ursula irgendwie nicht mehr da. Hallo, hallo? Dann trennen wir jetzt mal die Leute. Ja. Ja, dann versuchen wir, die Ursula nochmal zu kriegen. Hier ist Dirk, 34. Hallo, Dirk. Hallo. Ja,
Florian. Ja, hallo Dirk. Jetzt hatte ich schon gerade Sorge, dass unsere Anlage hier kaputt ist. Mhm. Dirk, um was geht's bei dir? Oh, bei mir geht's darum, dass ich nach 12 Jahren verlassen wurde von meiner Freundin. Mhm. Das ist für mich wann? Mehr oder weniger Überraschung gekommen. Ziemlich hart für mich. Jetzt vor ein paar Tagen oder wann? Ja, also kurz nach Ostern war das. Ja. War das so an von wegen, dass sie die räumliche Trennung wollte? War ich damit einverstanden? Also ihr habt zusammen gewohnt auch? Wir haben zusammen gewohnt, ja. Genau. Wir haben 2 Kinder, 11 und 8, 2 super süße Jungs, die haben wir also wunderbar hingekriegt für beide. Ja. Sie fing an, dass sie die räumliche Trennung wollte. Habe ich gesagt, okay, weil die letzte Zeit lief nicht ganz perfekt für mich, für uns. Warum lief es nicht so gut? Ja, weil also im Januar ist mein Großvater gestorben, das wäre also mehr eine Vaterfigur für mich. Mhm. Den weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz verarbeitet. Das war vor die Zeit, muss ich sagen. Ich habe sie nicht dann in den Arm genommen, wenn ich sollte. Habe ich nicht zugehört, wenn ich sollte. Weiß ich jetzt alles. Also ich habe sie vernachlässigt. Ich habe sie ziemlich verletzt, ohne dass ich es wusste. Wie kam das? Also du hast gerade von dem Tod deines Großvaters gesprochen, aber du sagst, es war vorher auch schon so. Ja, also sie sagte, es war vorher auch schon. Ach, dir war das gar nicht vorher so bewusst? Nein, oder? Also jetzt die letzten Tage hat man mal ein bisschen gesprochen, so halbwegs wie es ging, weil sie letztes Mal absolut nicht an sich ran. Sie hat mir vorgeworfen, sie hat die letzten 4 Jahre um Aufmerksamkeit gebettelt. Keine Ahnung von. Ja. Und die letzten anderthalb Jahre wäre es so extrem gewesen. Im Juli hat es eine schwere Operation gehabt, die haben wir noch durchgezogen zusammen. Danach dachte ich eigentlich, weil sie sagte, sie hat mal eine Mauer aufgebaut, dass wir nach dieser OP diese Mauer Stein für Stein abgerissen hätten. Mhm. Habe ich gedacht. Und es also, war früher mal jahrelang die Rede davon, dass wir, beziehungsweise sie hat immer gesagt, komm, heiraten. Ich habe immer Nein gesagt. Jetzt im Juli haben wir einen Urlaub gebucht für eine Woche. Mhm. Im Juli werde ich 35. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja okay, jetzt machst du dir an deinem Geburtstag einen Heiratsantrag. Mhm. Und also deswegen, es war mir gar nicht bewusst, dass es so schlecht zwischen uns lief. Und klar, Höhen und Tiefen gibt es überall. Aber da wusstest du schon, als du den Heiratsantrag gemacht hast, dass sie auf Distanz will, ne? Nein, ich wollte jetzt im Juli. Also wir waren jetzt im Juli im Urlaub. Den mache ich jetzt mit meinen Kindern alleine. Klar. Ja, ich habe es nicht missverstanden. Ja, natürlich, verstehe. Ja. Ja, und da wollte ich es machen. Und also sie wusste schon im Januar oder so, dass sie sich schon mit trennen wollte, sagte sie. Und das kam für mich total überraschend. Also, ein wie aus heiterem Himmel, die ganze Sache. Für mich ja. Für dich ja. Also vielleicht bin ich wirklich die letzten Jahre so blind durchs Leben gerannt, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Was hat sie denn, ich meine, das ist ja immer so eine entscheidende Frage, hat sie denn in den letzten Jahren ihr Unwohlsein geäußert und signalisiert? Sie sagte ja. Also sie sagte öfter mal, mir geht's schlecht und sonst ist was und ihr tut das sie und das sie. Ja gut. Aber das ist emotional, ihr so schlecht geht, weiß ich nicht. Ich bin wahrscheinlich so blöd dafür gewesen, die letzten Jahre. Keine Ahnung. Gut, also wenn ihr sagt, ihr tut hier was weh und da was weh, das heißt ja noch nicht, dass das gleichbedeutend ist mit, ich bin unzufrieden mit unserer Beziehung. Hat sie das mal so formuliert? Ich bin unzufrieden mit unserer Beziehung. Du gehst nicht genug auf mich ein, du nimmst mich nicht genug in den Arm. Sie hat es mal gesagt, ja, und dann hatte ich mich eigentlich auch, sagte sie, das ging dann ein halbes Jahr wieder gut. Mhm. Und danach wäre diese ganze Scheiße wieder, dieser Alltagstrott. So sagt sie. So sagte sie. Und du hast dann gedacht, es ist wieder alles im Lot. Habe ich gedacht, ja sicher. Ich meine, ich wollte nie heiraten und jetzt wollte ich ja den Antrag da machen. Also ich meine, das ist bei mir ein Schritt, der ist schon sehr überlegt, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich ist es so eine Mixtur, dass du nicht genug aufmerksam warst und sie wiederum auch ihren Mund nicht genügend aufgemacht hat. Denke ich mir. Also ich habe ihr einen Brief geschrieben, wo ich das geschildert habe, was mir jetzt alles aufgefallen ist im Nachhinein und sie sagte mir, ja, nur zu spät, ich lebe jetzt mein Leben, lass mich in Ruhe. Also sie hat jetzt eine eigene Wohnung im Moment? Ja, klar, ich bin ja da ausgezogen. Und ich wohne momentan bei meiner Tante, die war so nett, hat mich aufgenommen. Ja. Und die Jungs sind bei ihr? Die Jungs sind bei ihr, ich sehe sie regelmäßig, die Jungs. Der Kleine ist jetzt 11 geworden am 22. Die alles entscheidende Frage ist ja in so einer Konfliktsituation, liebst du mich noch, hast du das gefragt? Ja. Was hat sie gesagt? Nein. Sie empfindet nichts mehr für mich. Sie empfindet nichts mehr für dich? Hat sie mir so gesagt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass nach 12 Jahren, ja, ich meine, ich bin jetzt 34, sie ist jetzt 30 geworden, dass nach 12 Jahren da nichts hängen geblieben ist. Dass sie einfach nur sagt, ich liebe dich nicht mehr. Tja, gibt's alles, Dirk.
Gibt's alles. Natürlich will man das als der, der verlassen wird und der somit verletzt wird, will man das nicht wahrhaben. Ich vermute mal, dass sich das ganz, ganz langsam aufgebaut hat bei euch. Bei ihr. Sagte sie, ja. Ja. Sie hat gesagt, sie hat sich da wirklich viel Zeit mitgelassen, das wäre nach und nach gekommen. Mhm. Und auch dieses Abschalten, so diesen Schritt Schluss zu machen, wäre nach und nach bei ihr gekommen. Das Schlimme ist, was man ihr vorwerfen kann, ist das, vermute ich mal, ich weiß es nicht, aber es hört sich so an, dass sie nicht frühzeitig die Alarmglocken angestellt hat. Also sie hat mir gesagt, sie hätte es gemacht. Ich habe es wahrscheinlich nur nicht bemerkt. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der wirklich volle Kanne drauf aufmerksam gemacht werden muss, damit er kapiert. Wahrscheinlich mit dem Vorschlag, aber klar. Vielleicht, ja. Ich meine, wir verändern uns beide alle mit den Jahren, ist klar, ne? Weiß nicht, ich würde ja alles für ihr machen. Ich würde es auch jederzeit zurücknehmen. Herzmäßig, kopfmäßig weiß ich, es wird nichts bringen. Ja, aber wenn sie, ich meine, was kann man Schlimmeres sagen als ich liebe dich nicht mehr? Mhm. Und da sind keine Gefühle mehr im Spiel. Ich meine, wenn die das wirklich ernst gemeint hat, und sowas sagt man ja wirklich auch nicht nur so dahin. Na, ich meine, wir haben beide viel gedacht in Zorn jetzt in den letzten Streitereien. Mhm. Also ich habe viel gesagt, was mir in dem Augenblick noch leid tut, und das glaubt sie mir auch nicht. Mhm. Obwohl es wirklich stimmt. Das heißt, also viele Sachen, die ich hier vorgeworfen habe, die haben mir leid getan, also im selben Augenblick. Also du möchtest gerne und du würdest ihr gerne unterstellen, dass sie dich dann doch noch ein bisschen liebt. Was heißt unterstellen? Also ich würde hoffen, sagen wir es mal so, unterstellen, na, ich weiß nicht. Nee, also ich würde es ihm gerne hoffen, weil... Aber es gibt dafür keinerlei Anzeichen, ne? Es gibt keinen... Moment nicht, nein. Mhm. Zum Verrecken nicht. Mhm. Ich meine, die telefonieren nicht mehr mit mir jetzt seit ein paar Tagen, weil ich ja letztens wieder einen Brief geschrieben habe, dass wir doch viel durcheinander gesagt haben. Ich strebe zumindest noch eine Freundschaft wieder mit ihr an, ja, weil wir haben zwei Kinder. Mhm. Wir werden also in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall noch was miteinander zu tun haben, allein wegen den Kids. Ja, natürlich. Und ich hab da keinen Bock, dass wir uns begegnen und sagen, ey, guck mal, ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, mit SCH. Ja. Und ja, da das Arschloch und so, ne, also das möchte ich nicht. Ich möchte eine vernünftige Basis haben, dass wir uns zumindest freundschaftlich miteinander unterhalten können. Ja, aber so wie ich dich jetzt... Wenn das schon nicht klappt. Ja, wahrscheinlich, vielleicht... Bist du einfach jetzt zu krallig? Vielleicht hat sie Angst, dass du über die Brücke der Freundschaft wieder an sie rankommen willst. Ich würde jetzt an deiner Stelle erstmal mich wirklich zurückziehen, die Sache mit den Kindern einfach nur sachlich regeln. Wann kriege ich wen und wie machen wir das? Wann hole ich die Jungs? Das ist eigentlich geregelt. Ja. So, wenn das alles geregelt ist, würde ich erstmal den Mund halten. Dieses Briefe schreiben, natürlich will man das immer. Natürlich will man sich auch irgendwie immer wieder mitteilen und denkt, man hat doch so viel zu sagen. Man hat immer so viel zu sagen und will reden. Ja. Aber der andere will es manchmal gar nicht hören. Ja, eben. Weißt du, das Problem ist seit dieser Trennung da, ne? Mhm. Es gab meiner Meinung nach kein vernünftiges Gespräch. Es gab nur Vorwürfungen, Beschimpfungen und Beleidigungen gegenseitig von uns. Also es war nur eine Streiterei seitdem und nicht ein vernünftiges Gespräch. Ja, noch ein Grund mehr, einfach jetzt mal die ganze Sache sich beruhigen zu lassen und auf Distanz zu gehen. Ihr seid ja so verhakt, so verbissen ineinander, dass da gar nichts Gescheites, überhaupt nichts Gescheites bei rumkäme, als nur Vorwürfe und vielleicht gegenseitige Verletzungen. Ja, eben. Lass mal Zeit ins Land streichen. Es gibt nichts Schlimmeres als Dinge, die man dann vielleicht in solchen Streitereien sagt, die aber gesagt sind, die sind in der Welt und die tun einem hinterher vielleicht dann so leid und man muss sich schämen dafür, was man da gesagt hat. Oh, das tue ich, das glaubst du gar nicht. So, deswegen geh diesen Situationen jetzt aus dem Weg, denn du bist noch so emotionalisiert, wenn ihr euch morgen wieder trefft, übermorgen, nach 10 Minuten geht's wieder los und ihr streitet wieder. Ja, also... Mach gar nichts, mach überhaupt gar nichts. Wir uns nur noch über die Kinder unterhalten, aber irgendwie driften wir mit das Thema ab. Ja, wahrscheinlich bist du aber auch schuld dran. Wahrscheinlich willst du auch immer wieder, bohrst du und machst und hin und her. Ich denke mal doch, dass ich das bin, ja. Ja. Halte dich mal einfach daran, was sie im Moment vorgibt. Ich glaube, was Klügeres kannst du gar nicht tun. Ja. Und ich habe gerade mit dem Daniel am Anfang so drüber gesprochen. Hab dem gesagt, dass man aus jeder Katastrophe immer was lernen kann. Das ist, finde ich, keinen doofen Spruch. Das ist wirklich so. Ich würde mir an deiner Stelle mal überlegen, was habe ich alles übersehen an Signalen bei der Frau, dass dir das in Zukunft bei anderen Menschen, in Freundschaften oder Lieben, wo auch immer, dass dir das nicht nochmal passiert. Ja, du, weißt du, ich habe immer gedacht, ein Leben, eine Liebe. Und ich habe 12 Jahre lang gedacht, sie ist es. Die geht bis mit mir bis zur Kiste, ja, also bis du mal
Ja, aber es ist... Sie hat sie verlassen und anscheinend habe ich mich 12 Jahre getäuscht. Ja, offensichtlich. Es gibt, ja. Das gibt es ja ganz selten, ein Leben, eine Liebe. Wo gibt es sowas noch? Äußerst selten. Auch, warum nicht? Ja, leider. Ja, leider. Leider. Ich, gut, ich aber du kannst aber dieser Illusion nicht nachtrauen jetzt. Du musst dich jetzt mal mit den Realitäten zurechtfinden. Jetzt ist es, wie es ist im Moment. Ja, ja. Vielleicht fügt es sich irgendwann nochmal anders, aber nur, wenn du jetzt stillhältst und Ruhe gibst. So, das ist meine Meinung, Dirk. Ja, ich möchte ja die Ruhe geben, aber es fällt mir echt schwer. Ja, du bist ein erwachsener Mann, streng dich an. Ja. Alles Gute wünsche ich dir, Dirk. Okay, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Jetzt frage ich meine Regie. Ist Britta. Britta ist 53. Hallo Britta. Hallo Britta. Hallo. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Britta. Ja, was ist dein Thema, Britta? Weswegen rufst du an? Mein Thema ist praktisch, mein Mann hat sich in unsere Schwiegertochter verliebt. Oh, das ist ja ganz übel. Ganz übel, ja. In die Schwiegertochter? In die Schwiegertochter, ja. Wie lange gibt es die schon in eurem Umfeld, in eurem Leben? In unserem Leben gibt es die jetzt 11 Jahre. 11 Jahre schon? Ja. Und seit wann ist er verliebt in die? Ich weiß es nicht. 2, 3 Jahre. Und ich weiß es seit einem Jahr. Wie hast du es rausgekriegt? Ja, durch verschiedene Umstände, durch Anrufe, durch Belügerei und ist nachher alles rausgekommen. Läuft denn da was zwischen den beiden? Bitte? Läuft da was zwischen den beiden? Ob da noch was läuft, weiß ich nicht. Aber es lief mal was. Nein. Nein, also meine Frage ist, ob die Schwiegertochter sich auch in ihn verliebt hat oder nur er in sie? Ich glaube schon, dass sie auch in ihm verliebt war. Hatten die mal Sex miteinander? Das glaube ich nicht. Aber irgendwie gab es da Kontakte, Anrufe, Gespräche und sowas? Ja, sie haben sich sehr viel heimlich getroffen. Wie alt ist denn die Schwiegertochter? 32. Mhm. Es ist eine richtige Schwiegertochter, das heißt, dein Sohn und sie ist verheiratet. Ja, ja. Sind seit 7 Jahren verheiratet. Weiß denn dein Sohn auch davon? Er weiß auch davon, ja. Auch so lange, seitdem du das weißt? Ja, sie hat es mir eines Tages gebeichtet. Ach so, sie hat es dir gebeichtet, weil da irgendwas in der Luft lag? Du hattest so oder wie kam es dazu? Dass ja, ich habe sie immer wieder gefragt und sie hat mir gesagt, nein, das stimmt nicht, er war nicht da. Warum warst du denn misstrauisch geworden überhaupt? Ich bin sehr misstrauisch geworden, ja. Es waren so SMS, die ich rausbekommen hatte. Aber es war immer nur, es ist doch nur die Schwiegertochter. Da kann man ja auch mal mit mailen, da kann man auch mal hinfahren, da kann man auch Kaffee trinken gehen. Ne? Kann man ja auch. Aber kann man, ja. Irgendwann ist es zu viel, ne? Irgendwann passt es nicht mehr. Ja, genau. So, dann hast du sie angesprochen, dann hat sie das gebeichtet. Nein, sie ist von sich ausgekommen. Sie hat mit einer Freundin gesprochen und sie wurde nervlich auch nicht mehr damit fertig und hatte langsam Angst vor ihm, weil er hat einen Schlüssel zu der Wohnung. Mhm. Und mein Sohn ist die ganze Woche weg, kommt nur am Wochenende nach Hause. Ja. Und dann hat sie es mal alles gebeichtet. Was für ein Geschmack hatte diese Beichte? Man hat es so den Ton... es tut mir leid, dass da irgendwie was mal war, aber ja. die Sache ist definitiv vom Tisch, so? Ja. Mhm. Aber ich traue meinem Mann nicht mehr. Hast du denn daraufhin, das müsstest du ja eigentlich, hast du daraufhin deinen Mann angesprochen? Ja, er war dabei. Ach, er war dabei sogar? Sie hat es mir erzählt, mein Sohn hat meinen Mann angesprochen und nachher haben wir zusammengesessen und darüber geredet. Und er hat es dann auch eingestanden, dass er total verliebt ist in sie, auch dass er mich verlassen wollte. Und gerne mit ihr zusammenziehen wollte. Ach, das hat er da in der familiären Runde gesagt? Ja. Was für eine Situation für euch alle. Schlimm, es sind ganz... Aber ganz schlimm. Die Familie ist kaputt. Ne? Wie alt ist denn dein Mann eigentlich? Mein Mann ist 56. Mhm. So, aber du traust dem Braten nicht? Nee. Ich traue ihm überhaupt nicht mehr. Er lässt mich sehr viel alleine. Ja. Traust du ihm generell nicht mehr oder glaubst du, dass da auch noch immer irgendwas doch noch ist zwischen ihm und der Schwiegertochter? Ich habe immer Angst. Immer wieder Angst, dass er doch wieder hingeht. Was meint dein Sohn denn? Er steht auf der Seite des Vaters mittlerweile. Ach, aber das muss ihn doch auch irre wütend gemacht haben, auch auf seine Frau, dass die sich überhaupt vielleicht auch nur andeutungsweise ein bisschen darauf eingelassen hat. Ja, natürlich. Mir ist noch nicht klar, mir ist nicht so klar, wie weit sie sich darauf eingelassen hat. Das weiß ich ja auch nicht. Ich weiß nur, dass das heimliche Treffen immer war und nachts das Telefonieren. Mhm. Das habe ich anhand der Rechnung und das nachher alles rausbekommen. Und jetzt steht der
dein Sohn steht auf der Seite seines Vaters. Mittlerweile. Der sich in seine Frau verknallt hat oder der nachgestellt hat. Ja. Wie ist das zu verstehen? Ich weiß es nicht. Ist denn die, denn deute ich daraus, dass die Ehe zwischen deinem Sohn und der Schwiegertochter auch nicht so toll läuft? Läuft auch nicht richtig. Also im Prinzip sind da zwei Ehepartner, Paare, die eigentlich unglücklich sind. Genau. Mhm. Ihr seid lange wahrscheinlich verheiratet schon. Wir sind 35 Jahre verheiratet. Jahre. Mhm. Glaubst du, dass er vielleicht auch noch eine andere hat? Noch eine andere? Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Aber er hat so einen unheimlichen Freiheitsdrang bekommen. Ich muss sagen, ich bin seit 5 Jahren Bein amputiert, dadurch unheimlich gebunden. Mhm. Sitzt praktisch den ganzen Tag nur alleine hier rum. Ja. Und er hat jetzt Freiheitsdrang und will raus. Und er macht alleine Urlaub, was er nie gemacht hat. Ja. Aber man kann doch auch als beinamputierte Frau Urlaub machen. Hier gibt es doch Möglichkeiten, dass man zu zweit irgendwo hinfährt, wo es behindertengerecht ist und so weiter. Natürlich, haben wir auch am Anfang gemacht. Mhm. Aber jetzt macht ihm alles so viel, es wächst mir über den Kopf. Und Weswegen, wenn ich das kurz zwischenfragen darf, weswegen bist du beinamputiert? Durch Zucker und Bakterien. Ach so. Mhm. Wie geht es dir jetzt im Moment gesundheitlich? Gesundheitlich nicht besonders. Nicht besonders? Nein. Also die Zuckerkrankheit ist nach wie vor akut? Die ist sehr akut und natürlich sehr depressiv bin ich. Natürlich. Und das ist alles natürlich für die Erkrankung auch äußerst schlimm. Ja. War denn die Beziehung zwischen dir und deinem Mann, ich sag mal, bevor das mit dieser Schwiegertochter anfing und auch bevor du krank wurdest, war das da eine gute Ehe? Doch, ich würde sagen, es war eine gute Ehe. Eine gute Ehe. Und jetzt ist alles irgendwie zerbrochen. Ja, es ist zerbrochen. Mhm. Er beachtet mich auch kaum. Wir haben es eigentlich geeinigt, auf eine freundschaftliche Basis zusammen zu wohnen, aber irgendwie klappt das nicht. Ach so, so weit ist es schon. Also ihr seht euch gar nicht mehr als Mann und Frau? Nee, nein. Nein, das ist schon, ach so. Seitdem ist er nicht mehr, nein. Ja, das heißt, es gibt auch keine Zärtlichkeit zwischen euch und... Nein, nichts mehr. Gar nichts mehr. Nein. Wäre das für dich angenehmer, wenn du nicht mehr mit ihm in einem Haus, in einer Wohnung wohnen würdest? Nee, das glaube ich nicht. Weil? Ich liebe noch. Er hat mir zwar weh getan, aber ich mache ihn immer noch. Ja. Oder bist du abhängig von ihm? Nee. Also du könntest dein Leben auch alleine organisieren. Bitte? Du könntest dein Leben auch alleine organisieren. Das ginge schon. Das geht schon, ja. Mhm. Könntest du es emotional auch alleine auf die Reihe kriegen? Nee. Ah ja. Nee. Mhm. Das heißt, da ist jemand, der dir sehr weh getan hat, der dir irre weh getan hat, der die ganze Familie kaputt gemacht hat, irgendwie durch sein Verhalten. Und ihr habt euch schon auf eine freundschaftliche Ebene geeinigt, dennoch möchtest du bei dem bleiben. Ja. Mhm. Ich möchte eigentlich auch wieder mehr von ihm, aber er lehnt mich ganz ab. Mhm. Wenn der das so macht, Britta, darfst du nicht betteln um Zuneigung. Ja. Das darfst du nicht machen. Ja, das tue ich wahrscheinlich so viel. Da wirst du gar nichts mit erreichen. Er wird dich noch mehr verachten, wie er dich vielleicht sowieso schon verachtet. Ich weiß es nicht. Ja. Was mit dem Mann los ist, wenn er sich da so verhält. Bist du eingebunden irgendwie? Hast du Freunde oder sonst noch Verwandte? Oder bist du eigentlich relativ alleine? Nein, ich habe einen netten Freundeskreis. Netten Freundeskreis. Ja. Das heißt also, du wärst schon aufgefangen, wenn, nehmen wir mal an, du wärst doch alleine. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde, das müsste man an zwei Seiten angehen, das Problem, Britta. Ich finde, einerseits solltest du zu einem Psychologen oder vielleicht sogar auch zu einem Psychiater gehen. Ja. Um einfach mit den Stimmungen ein bisschen zurechtzukommen. Mhm. So, und das andere ist, dass du irgendwie, du bist ja erst 53 Jahre alt. Ja. Das geht ja jetzt nicht die nächsten 20, 30 Jahre so weiter. Das ist ja die Hölle. Ja, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Das heißt, eigentlich, sage ich jetzt mal so, von außen betrachtet, wäre die klügste Lösung wahrscheinlich eine räumliche Trennung von euch beiden. Ich weiß, das ist immer alles leicht gesagt. Ja. Ich weiß, aber ich sage es trotzdem mal so, weil ich glaube, dass das Richtige wäre. Man kann ja mal so das Optimale ausdrücken. Wie man dann da hinkommt, ist eine andere Frage. Also einmal so eine ärztlich-psychologische Unterstützung müsstest du haben. Wenn du sagst, du hast Depressionen, gehören die behandelt.
Ja. So. Aber dazu müssten auch die Lebensverhältnisse müssten auch verändert werden. Denn die ziehen dich ja immer mehr runter. Wenn du den siehst, da gibt es ja wahrscheinlich keine schönen Stunden mehr zwischen euch beiden. Seltsamerweise, ja, wir können sehr gut miteinander reden. Wir können stundenlang reden und diskutieren und tun. Aber wie gesagt, ist nur Freundschaft nicht. Mhm. Ja, und du leidest daran, dass es nur Freundschaft ist? Ich leide drunter, ja. Und du würdest noch viel mehr leiden, wenn plötzlich wirklich eine andere Frau auftaucht? Ja. Ne? Und die sucht er. So wie du mir das beschreibst, sucht er das. Und wenn man sich auf eine freundschaftliche Basis geeinigt hat, dann muss man das auch akzeptieren. Aber du bist noch nicht auf der freundschaftlichen Basis. Nein, ich bin so. Ich bin so weit nicht. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Und da musst du hinkommen. Wenn er das jetzt, wenn er das letztendlich für sich so entschieden hat, bleibt dir gar nichts anderes übrig, da mitzumachen. Ja, ich weiß. Was sagt denn dein Sohn eigentlich? Der kennt das ja nun ganz hautnah, die ganze verstrickte Situation. Was rät der dir? Was rät er mir? Er gibt mir ein Schmidt-Future da dran. Gibt mir Schuld? Ja. Warum? Ja, eben durch die Umstände, gut, durch die Beinamputation ist auch vieles bei mir anders gekommen. Wie gesagt, ich bin depressiv, sehr launisch geworden. Ja. Aber das finde ich ein bisschen hart, dann von Schuld zu sprechen. Ja. Weil eigentlich in optimalen Verbindungen hält man ja zueinander, auch wenn ein Teil in einer Ehe sehr krank wird. Das ist ja eigentlich die normale. Normal, ja. Ja, ich muss auch sagen, er ist immer für mich da. Er sagt doch immer, er verlässt mich nie, er ist immer für mich da. Mhm. Aber das reicht mir nicht. Mhm. Tja, und das musst du lernen, dass dir das reicht. Ja. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Sonst leidest du immer und immer und immer und immer. Und hast immer Argusaugen auf ihn und bist immer skeptisch. Na, was macht er jetzt? Wo fährt er jetzt hin? Das ist doch Horror. Wenn der alleine in Urlaub fährt, dann sitzt du zu Hause und simulierst, was macht er jetzt alles? Nein, ich muss sagen, er war jetzt eine ganze Woche weg. In der Woche ging es mir gut. Ach, das ist doch interessant. Ich hatte mehr Aufmerksamkeit, weil sich viele Leute da um mich gekümmert haben. Ja, das ist doch eine interessante Sache. Das ist doch eine interessante Sache, die durchaus in die Richtung gehen könnte, dass ihr beide getrennte Wohnungen habt. Was? Ne, das könnte, also wenn es dir schon gut gegangen ist, wo er weg war, ja, könnte es dir auch gut gehen, wenn ihr eigene Wohnungen hättet, ihr beiden. Komplizierte Geschichte, Britta. Ja. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Auch nochmal wegen dieser psychiatrischen Betreuung, die ich in dem Fall, glaube ich, auch noch zusätzlich sehr gut fände in deinem Fall. Ja. Du legst auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich zurück. Gut, ich danke dir. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ah, jetzt hat es wohl wieder geklappt. Ursula ist hier nochmal. Hallo, Ursula. Hallo, Domian. Das war vorhin eine Störung. Schwuppdiwupp, warst du weg. Also, Ursula, 67. Ja. Und du hast mir gerade erzählt, dass du dich vor kurzem in eine Das war ungefähr 4 Jahre, hat mich eine Christel angerufen und da wusste ich zuerst nicht, wie ich das handhaben sollte. Und wir hatten uns vor 35 Jahren bei einer Kur kennengelernt. Inzwischen war sie verheiratet, ja, und hat dann vor 4 Jahren ihren Mann verloren. Ja. Und so, es war nach einem halben Jahr knisterte es bei mir. Und das ist das erste Mal, dass ich mich in eine Frau verliebt so, habe. Und da sind total. Und da sind wir vorhin getrennt worden. Da habe ich ganz erstaunt gefragt. Das erste Mal wirklich so mit Mitte 60 hast du dich in eine Frau verknallt. Ja, genau. Das ist irre, ne? Ja, ist es auch. Das ist verrückt. Ich habe dann noch mit einer Ärztin von uns gesprochen, die erstmal mit einem Mann verheiratet war und dann mit einer Frau und habe mir einen Mann Rat geholt, sagte, das ist doch wunderbar und so, weil ich nicht wusste, wie ich das handhaben soll. Aber ich komme nicht weiter. Ich bin todunglücklich im Moment, weil sie blockt total ab. Aha. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass sie immer noch um ihren Mann trauert. Was sagst du, wie viele Jahre ist er jetzt tot? 4 Jahre. 4 Jahre.
Wie ist denn überhaupt euer Verhältnis zurzeit? Also es war so, dass wir uns im Krankenhaus, ich hatte auch einen Brief hier aufgeschrieben und habe diesen Brief aber nie weggeschickt. Und zwar mit einem Psychologen. Und wir haben einen Brief aufgesetzt, dass wir uns im Krankenhaus doch sehr viel näher gekommen sind. Sie hat mir abends einmal einen Kuss gegeben, wir hatten die Zimmer gegenüber. Und ich habe gedacht, dass sich da einiges getan hat. Und sie hatte mal auch hier erwähnt, als sie bei mir war, dass sie mich sehr gern hat. Dieser Brief ist aber nicht weggeschickt worden, sagst du? Es ist nichts passiert. Nee, ich sag, der Brief ist nicht weggeschickt worden? Nee, oder? Den habe ich ihn immer noch hier liegen. Ach so, also im Klartext. Ihr beiden seid im Moment einfach nur so gute Freundinnen. Da ist aber also das darf ich überhaupt nicht erwähnen. Sie nennt mich nur eine Bekannte. Ach so. Sie hat irgendwie so einen Dünkel. Also, ist es noch nie irgendwas zwischen euch gelaufen? Nein. Kein Sex, keine Zärtlichkeit, kein Kuss, nichts. Zärtlichkeit, ja, Umarmung, naja, gut. Kuss und so. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, wenn sie mal hier war, ich habe ihr einen Kuss gegeben. Dass ihr das unangenehm ist. Dass sie abwägt. Was mir gerade erst nicht ganz klar war, ist, weiß sie ganz eindeutig um deine Gefühle? Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Gefühl, sie hat das nie gelernt, Gefühle zu zeigen. Kann das sein, dass sie das gar nicht richtig deutet, dein Verhalten? Im Klartext, die weiß gar nicht, dass du in sie verliebt bist? Ach, Kind, das kann nicht angehen. Kann nicht angehen. Das kann irgendwie nicht angehen, weil sie mir einmal hat sie mir gesagt, das ist jetzt einige Zeit her, sie wollte keine nähere Beziehung haben. Zu niemandem oder zu dir? Zu mir hat sie das gesagt. Sie wollte also keine nähere Beziehung zu dir haben? Ja, genau. Was meinst du mit näherer Beziehung? Ja, das weiß ich nicht genau. Es ist so, wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen und ich kann nie das sagen am Telefon, ich denke. Wie lange? Wie weit? Wir haben heute zusammen telefoniert. Ja. Und da habe ich ihr gesagt, du weißt, habe ich geweint am Telefon. Das geht seit Tagen. Ich kann mich nicht mehr fangen. Und da habe ich ihr gesagt, weißt du, ich vermisse dich und ich möchte dich jetzt endlich mal sehen. Und da hat sie gesagt, sie hätte keine Zeit. Oh. Wie weit wohnt ihr auseinander? Ich wohne in Langenhorn, sie wohnt in Garstedt. Das sagt mir nun gar nichts. Sag mal die Kilometer ungefähr. Ach. Ungefähr 100, 200? Nein, 10, 15 ach Kilometer. So. Ich fahre mit der U-Bahn hin. Ach so. Ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Und wie oft so im Monat seht ihr euch? Wir haben uns jetzt 2 Monate nicht gesehen. Sie war das letzte Mal bei mir im Krankenhaus. Und dann das zweite Mal konnte sie nicht kommen. Und da hatte sie gesagt, ihre Beine würden nicht mitmachen und sie sagte, sie hätte gelähmte Beine und sie könnte ganz schlecht laufen. Und sie war gegenüber hier beim Arzt, hat sie es auch nicht für nötig gehalten, mal rüberzukommen. Das sind ein paar Schritte. Bist du dir denn ganz sicher, dass du dich wirklich im klassischen Sinne in sie verliebt hast? Ja, sehr. Das heißt, du würdest gerne mit ihr auch erotische Erlebnisse haben? Weißt du, Domian, das muss ja in dem Alter nicht mehr sein. Naja, komm. Aber ich meine nur so ein paar Zärtlichkeiten austauschen, mal umarmen. Ja. Oder ich habe zum Beispiel mal gesagt, unter einem Vorwand, ob ich nicht mehr bei ihr eine Nacht übernachten dürfte, können uns mal einen schönen Abend machen. Dann fing sie sofort an und sagte, ja, das können wir auch beim Frühstück machen. Ne? Ich wollte das so ein bisschen einläuten. Und da hat sie ganz wütend gesagt, willst du etwa in dem Bett von meinem verstorbenen Mann schlafen? Ah ja. Und das wolltest du eigentlich, ne? Ich wollte es. Weil das Bett ist immer bezogen und das bedeutet ihr zu viel Mühe. Ja, das glaube ich auch gar nicht mal. Ich glaube, dass da eine ganz andere Barriere ist. Vielleicht, ich vermute mal fast, dass die das schon versteht, dass du einen näheren Kontakt haben willst. Ja, genau. Wie genau der auch dann erotisch sein mag, sei dahingestellt. Aber irgendwas sehr, sehr nahes. Ja. Und offensichtlich will sie das wirklich nicht. Ich meine, ihr beiden, was sagst du, wie alt ist sie? Sie 72. 72, okay. Also ihr seid zwei alleinstehende Frauen. Eigentlich wäre das ja eine tolle, super tolle Sache, wenn ihr beiden zueinander finden. Ja, wir verstehen uns auch gut. Ja, deswegen müsste sie eigentlich ja die Gelegenheit beim Schopf fassen, wenn sie eine Bereitschaft hätte dazu. Ja, und sie ist immer alleine und das will sie auch sein. Und deshalb verstehe ich das nicht, dass man sich nicht ein kleines bisschen näher kommt. Weil sie nicht mit dir so nah sein will. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und das ist immer hart, das zu schlucken, wenn man auf der anderen Seite steht. Jetzt in deinem Fall du.
Für dich ist das schwer. Du kannst es nicht erzwingen. Ich meine, das geht ja jetzt schon so lange, dass du ihr wahrscheinlich Avancen machst. Ich sag's mal salopp. Ich habe mich aber auch ziemlich zurückgehalten, ne? Mhm. Das ist nicht so, dass ich jetzt sie irgendwie bedränge. Wenn sie gekommen ist, haben wir uns umarmt. Ich habe ihr einen Kuss auf die Wange gegeben. Ja. Das war alles. Hat sie dir denn auch schon mal einen? Ja, sie hat dir einmal einen Kuss gegeben, sagst du. Ja, das war aber im Krankenhaus. Das war jeden Abend, aber auf dem Mund. Ja, dann fängt man natürlich an zu interpretieren, ne? Wenn die das gemacht hat, warum macht die das und was steckt dahinter? Ob sie nicht vielleicht doch oder vielleicht ist sie nur zu verklemmt und so weiter. Ja, genau. So, gibt's nur eine Lösung. Wenn du weiter leiden willst, musst du es alles so vor sich hin wursteln lassen. Nein, das will ich nicht. So, wenn du einen ganz klaren Tisch haben willst, musst du es einfach mal wirklich auf den Punkt aussprechen. Ja. Aber da musst du dir vorher im Klaren sein, dass du auch tapfer bist, wenn die sagt nein. Mhm. Und dann musst du Haltung bewahren. Was soll ich sagen, Domian? Du musst fragen, ich finde, also in deiner Situation würde ich nochmal fragen, pass mal auf, so und so, ich weiß nicht, wie der heißt, ich würde mit dir wirklich gerne einen viel engeren Kontakt haben. Wir sind zwei alleinstehende Frauen, ich habe mich eigentlich in dich verliebt. Das musst du dazu sagen, nicht nur engeren Kontakt, da weiß man wieder gar nicht, was das bedeutet. Sag, ich habe mich in dich verliebt. Ich finde das verrückt in meinem Alter, dass ich mich noch meine Frau verliebt habe. Ja. Ne? So, jetzt dann wird die ja irgendwie reagieren. Aber dann weißt du, woran du bist. Mhm. Dann musst du dir vorher nur ein bisschen was zurechtlegen. Wenn die abweisend reagiert, dann musst du Haltung bewahren. Dann fang bitte nicht an zu heulen. Das kommt überhaupt nicht gut. Mhm. Dann musst du sagen, okay. Dann lassen wir es auf der Ebene wie bis jetzt und es ist auch gut. Und dann gehst du, dann legst du auf und dann heulst du für dich alleine, aber nicht vor ihr. Ja, ist klar. Okay. Mhm. Aber im Ernst jetzt, ich finde wirklich, das ist die beste Möglichkeit, damit du mal richtig klar weißt, was da los ist. Aber ich traue mich immer nicht, Domian. Ich weiß. Weil sie ist in der Beziehung, ist sie schwierig. Ja. Ich habe mir schon so oft was zurechtgelegt und so, ne? Ja, aber was hast du denn für einen anderen Weg? Gar nichts. Du hoffst immer, dass sie anrufst, dann rufst du mal wieder an und machst Vorschläge und dann kriegst du wieder eine Absage und so geht das von Woche zu Woche und Monat zu Monat. Ärgerst dich darüber, dass sie in der Nähe ist und kommt nicht rein und so weiter. Heute hat sie mir wieder gesagt, sie müsst jetzt die Akten von ihrem verstorbenen Mann vom Krankenhaus und so. Ich meine, wo ein Wille ist, es auch ein Weg. Und das macht mich ziemlich fertig. Und ich bin auch jetzt ganz bereit, mal zu einem Psychologen zu gehen, weil ich breche hier zusammen, Domian. Nee, bevor du zum Psychologen gehst, erklärst du erstmal deine Verhältnisse. Hm. Das wird jeder Psychologe dir auch sagen. Du sagst, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Aber dann muss auch ein Wille da sein. Und du sollst rauskriegen, ob da ein Wille ist. Ja. So, jetzt haben wir alles gesagt. Alles jetzt klar. Jetzt musst du tapfer da durch. Ja, danke, Domian. Ursula, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle könnte ich euch vielleicht mal schon mal sagen, was für Themen wir nächste Woche haben. Dann muss ich das nicht nachher so schnell immer sagen. Am Ende der Sendung freitags sage ich, ist das ja immer alles so hektisch. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema, mein Mann ist ein Weichei. Ja, da möchte ich gerne mit Frauen sprechen, die so über ihre Männer urteilen. Und nächste Woche Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, heißt das Thema Ich hasse diesen Ort. Dienstag, mein Mann ist ein Weichei und Donnerstag, ich hasse diesen Ort. Weiter geht es jetzt hier bei uns mit der Inga. Und Inga ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Inga. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ich hatte vor 12 Jahren schon mal angerufen, da habe ich das gleiche Problem gehabt wie jetzt. Vor 12 Jahren gab es mich hier noch gar nicht. Ja doch, irgendwie. Da muss es 11 Jahre her gewesen sein. Ja gut, du warst 11 Jahre. Ehrlich? Du hast vor 11 Jahren mit mir telefoniert? Ja. Das ist ja ein Ding. Da hatte ich mich damals in den Mann von meiner besten Freundin verliebt. Ja. Ja, und das lief dann 3 Monate und dann kam das raus. Und dann habe ich gedacht, hoffentlich passiert mir sowas nie wieder. Ja, und dann ist mir das jetzt wieder passiert. Die Freundin kenne ich jetzt seit 5 Jahren. Ist aber eine andere Freundin. Ja, ist eine andere Freundin, genau. Mhm. Ja, und dann, jetzt läuft das schon 1,5 Jahre. Ach. Ja, und denn ich war immer dafür, das sofort zu sagen, aber er meinte dann, ja, das können wir dann warten erstmal und dann ziehe ich erstmal aus, dann damit die nicht meint, dass ich wegen dir ausgezogen bin, sondern er hat ihr dann auch einen Brief geschrieben, dass er sie nicht mehr liebt und sowas alles.
Ja, und dann ist er halt ausgezogen, aber dann gab es immer wieder Hickhack hier mit den Kindern und dass die so an ihm hängen und sowas alles. Mhm. Ja, und immer wieder hat er mich dann aufgebaut, ja, du brauchst keine Angst zu haben, ich bleib bei dir, ich verlasse dich nie und unsere Liebe ist so groß und sowas alles. Mhm. Ja, und das war dann immer so ein Auf und Ab gewesen. Ja, und dann kam es jetzt so weit, dass er dann endlich gesagt hat, so, jetzt können wir es ihr dann sagen. Mhm. Ja, und dann haben wir jetzt das Wochenende zum Anlass genommen, wo wir weggefahren sind. Mhm. Als er dann wiederkam, dann haben wir es ihr gesagt. Beziehungsweise er hat ihr dann eine SMS geschrieben. Ja, und dann... Wie? Nur eine SMS geschrieben? Ja. Wie feige. Erstmal, ja. Sehr feige. Ja. Okay, und dann? Ja, und dann hatte ich noch mit ihr gesprochen und dann konnte ich das gar nicht fassen. Und dann kam man dann dahin und dann hatte sie den Nervenzusammenbruch gehabt. Und daraufhin hat er dann festgestellt, dass er noch was für sie übrig hat, beziehungsweise dass ihm was einfach nicht egal ist. Aber ich muss mal fragen, als er ihr das gesagt hat, beziehungsweise gesimst hat und es dann ein Gespräch gab, da waren die doch schon getrennt de facto, ne? Ja. Irgendwie. Ja. Und dann hat sie einen Zusammenbruch? Ja, weil sie einfach nicht drüber weggekommen ist. Diese Geschichte mit dem Simsen war letztes Wochenende? Ja. Und nun, heute, was ist der Jetzt-Zustand? Ja, das ist dann praktisch so gewesen, dass er dann dadurch gesehen hat, dass er noch was für sie übrig hat und dann auch mit den Kindern und so und dann hat er gesagt, das kann ich nicht machen, ich kann das Leben nicht so zerstören und ist dann zurückgegangen. Hat mir dann am nächsten Tag gesagt, er liebt mich nicht mehr und das war dann mein Ende. Ich bin total fertig, ich bin dann auch fast zusammengebrochen, kann man so sagen. Ich war nur noch am Heulen. Ja. Ich habe also die letzten 4 Tage nichts gegessen. Ja. Das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Sag mal, die Frau, ist das deine beste Freundin? Ja. Ich meine, für die muss doch auch eine Welt zusammengebrochen werden. Ja, natürlich. Also, was hat die denn zu dir gesagt? Gar nichts mehr. Hat die denn nochmal angerufen? Nein. Hat die dir eine Sims geschickt? Nee. Ja, ich meine, das ist deutlich, ne? So macht man es auch. Weil du bist für die gestorben. Ja, das habe ich ja von vorher dann einkalkuliert, weil ich den total liebe. Aber du hast dich 1,5 Jahre mit diesem Mann rumgetrieben, sage ich jetzt mal. Und hast dich weiter auch mit deiner besten Freundin getroffen? Ja, weil wir die auch schonen wollten. Wir wollten die schonen. Und ja, natürlich. Ihr seid ja so menschlich und so nett gewesen. Ich verstehe schon. Wir wollten ihr das praktisch später sagen, also nachdem er schon ausgezogen war. So, aber du hast dich mit ihr getroffen. Ja. Und dann habt, wie man unter guten Freundinnen redet, man auch über die Beziehung. Dann hat sie dir von ihrem Unglück erzählt, dass das mit ihm nicht mehr so richtig läuft? Ja, das läuft ja schon seit x Jahren nichts mehr. Ja gut, aber sie hat auch in der letzten Zeit dann darüber gesprochen, bei dir. Ja, klar. Und du hast dann geschauspielert. Ja. Ah, das ist mies. Ja, ich weiß. Boah, das ist aber extrem mies, Inga. Das ist aber so richtig unterste Schublade. Das macht man nicht. Ja, aber wir wollten das praktisch so machen, dass das nicht so aussieht, dass er wegen mir ausgezogen ist. Ja, es ist alles Lug und Trug und alles nur hin und her Getrickse. Ja, und jetzt... Du stehst vor dem Scherbenhaufen. Ja, jetzt ist er natürlich wieder zurückgegangen und ich habe die letzten 4 Tage wirklich nichts gegessen. Ich habe gedacht, ich bringe mich um. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Mann so geliebt wie den. Noch nie. Noch nicht mal meinen Ex-Mann. Mhm. Ich habe noch nie jemanden so tief geliebt und ich habe gedacht, ich bringe mich um, das ist das Ende. Meine Kinder sind mir egal, ist alles wurscht. Ja, und dann heute hat er dann gesagt, dass er nicht von mir loskommt, dass er mich dem total liebt. Mhm. Aber ich müsste das auch verstehen, dass das ihm seine Frau nicht egal ist. Mhm. Und so eine Beziehung, wie wir sie hatten, oder so eine Liebe, die gibt's nie wieder, sagt er. Aber super. Was redet er? Redet und redet und redet und mal so und hü und hot. Wie heißt unser Thema nächste Woche? Mein Mann ist ein Weichei. Ne? Da passte das auch hin. Was will er denn jetzt? Ja, er will seiner Frau nicht wehtun, er will seinen Kindern nicht wehtun. Und er will dir nicht wehtun und er will überhaupt niemandem wehtun. Er will es allen gerecht machen. Ja, super. Nur jetzt stehe ich natürlich da, wir haben also das letzte halbe Jahr total intensiv erlebt, weil er ausgezogen war. Mhm. Und jetzt ist erstmal so, wieder... Du hast, finde ich, erstmal eine Hammerschuld auf dich geladen, was deine Freundin anbelangt. Damit musst du zurande kommen. Das andere ist, dass dieser Mann eine Entscheidung fällen muss. Und ja, nicht. Der hat jetzt getroffen. Ja, aber irgendwie ja auch wieder nicht, indem er dich dann schon wieder anruft und sagt, du bist das ganz Tolle und hin und her. Ja, weil er nicht von mir loskommt, weil er mich total liebt und ich liebe ihn auch. Der muss eine Entscheidung treffen, bei wem er bleibt. Und wenn der das nicht bald tut, musst du gehen. Ich kann das aber nicht. Sonst wirst du dich da zerreiben dran. Wie alt sind deine Kinder?
Ja, 2, 10 und 5. 10 und 5. Und du wagst es mir gerade den Satz zu sagen, ich bringe mich um und meine Kinder sind mir auch egal. Hör mal, Inga. Da hört's aber auf. Da hört's aber auf. Ich bin total liebe. Da hört's aber auf. Deine Kinder, denen das anzutun. Jetzt kann ich dich gar nicht weiter beschimpfen. Jetzt ist nämlich die Sendung gleich rum. Aber ich finde, wir sollten noch ein bisschen reden. Hm. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Okay, Inga, bis gleich. Ja, ciao. Jo. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinen Leuten. Und zwar vielen Dank an Uli Kapp, an Katrin Pausen, Gero Kuntermann, Roland Lohr, Heinrich Stanzig, Christoph Hoffmann, Pamela Koppei und Simone Müller. Unsere Themen nochmal nächste Woche Dienstag. Mein Mann ist ein Weichei, nächste Woche Donnerstag. Ich hasse diesen Ort. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, freue mich auf nächste Woche mit euch. Bis dahin, tschüss.